Moin zusammen und willkommen zurück in Enderal. Wir sind noch nicht auf Zivilisation gestoßen, haben aber schon einiges hier mittlerweile. Na, der sieht auch schon richtig gut gerüstet aus, unser guter Kergo. Aber wir sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen, denn wir wollen endlich auf Zivilisation stoßen, doch dafür müssen wir noch ein bisschen weiter. Und selbstredend gehen wir und erkunden auch die Berge. Denn man weiß ja nie, hier zischt doch etwas. Ich glaube, das kommt von unten. Ich hätte gedacht, vielleicht da aus der Ecke, aber dann doch nicht. Ja, vorige Folge haben wir dann einen neuen Gegner, vermeintlichen Gegner, gesehen, aber noch nicht angegriffen. Der ist nämlich da vorne. Schauen wir mal, ob das freundlich oder feindlich ist. Es ist feindlich, der Küstenbierscher. So. Und der hat Wolfsfleisch. Lecker. Ja, dann gehen wir mal weiter. Verunglückter Vagabund. Was hat denn der dabei? Noch mehr Pfeile. Und Handschuhe, die haben wir noch gar nicht. Das ist gut. Lebensabsorption. Ach cool, da kann man dann den Leuten Leben abziehen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht den Stab hier. Den brauchen wir erstmal gar nicht. Haben wir vorige Folge auch gefunden. Wo haben wir es denn? Erstmal die Handschuhe hier. So, Flammenstab. Ne, wir wollen einmal in die Magie. Und da rein. Ja, dann kann man das aber auch anders machen. Lebensabsorption und hier rechts den Flammenstab. So, mal gucken, auf welche Gegner wir noch stoßen. Es wird so langsam dunkel, aber das ist nicht schlimm. Wir haben nämlich jetzt endlich auch Fackeln gefunden. Hier müssen wir wohl runter. Endlich auch Fackeln gefunden. Wenn es zu dunkel wird, dann schmeiße ich eine an. Distel. Dann machen wir uns leckeren Disteltee draus. Schwere Kämpfer erfüllen Taktiken, um einen Stoßangriff auszuführen. Ich kann keinen Stoßangriff ausführen, ich bin Magier. Aber hier scheint ein gefährlicher Feind zu sein. Oder so. Ja? Ich höre mehrere Wölfe. Fest meine Flammen! Sehr gut. Haben wir alle geschafft. So, jetzt brauche ich aber auch mal eine Fackel. Okay, der hat nichts. Der auch nicht. Ich weiß nicht, was das da vorne ist, aber das hört sich beängstigend an. Das bedeutet, da müssen wir hin. Gleich. Erstmal eine Leiche. Lederstiefel. Besser als meine. Eine Magierhobe. Finally, was wir richtig gut gebrauchen können. Ach, finally. Wir finden die ganze Zeit dran, was wir gebrauchen können. Ja, wir sind ein ziemlicher Dulli, aber ich würde mal sagen, wir brauchen mal so langsam. Wo haben wir's? So einen Genesungstrank. Wollen wir mal ein bisschen Dingens wiederbekommen. Leben. So, jetzt bin ich aber neugierig, was das da vorne war. Oder was das da vorne ist. Was ist das? Ja. Okay, hier ist irgendwas am Atmen oder so. Schwerer Lederharnisch. Nehmen wir mit. Schaufel auf jeden Fall. Die kostet Geld. Und hier ist ein Stuhl. Spitzhacke. Ja. Eisentopf. Nett. Säge. Ich glaube, die sind feindlich. Wo
probieren wir es aus. Ja, die Flussklammen sind nicht freundlich. Weg mit dir! Sehr gut. Nächste Flusskrabbe. Und die geben Erfahrung. Wunderbar. Also der Flammenstab, der lohnt doch. Ich dachte erst, der wäre nicht so gut, aber doch, doch, der lohnt. Was piepst hier so? Ja, diese komische, was auch immer das ist. Ich dachte hier vielleicht wäre so ein Sammelsymbol. Davon gibt es viele hier. Eisenerz. Sehr gut. Bauen wir ab. Ja, es beginnt noch irgendwann mit mehr Charakter. Hast du nicht gesehen? Wie soll ich sagen? Dass wir auch mal auf Menschen stößen. Das ist, ich glaube, das kommt gleich. Nur, ich habe Angst, was zu verpassen. Deswegen laufe ich hier überall umher und sammel. Wer kennt's nicht? Neues RPG gestartet, Sammeltrieb aktiviert. So, was haben wir denn hier? Noch eine Schaufel und ein verdächtiger Erdhaufen. Na, was ist denn in dem verdächtigen Erdhaufen drin? Ein Seelenstein, Groschen, Lichtmagie und ein Schädel. Ja, den nehmen wir mit. Haben wir ein Grab geplündert gerade? Ja, braucht das nicht mehr. Wir können das viel besser gebrauchen. Oder sie. Der oder die das. So, ich glaube, wir haben's. Ich denke, wir können weiter da vorne den Fluss runter. Was auch immer da hinten uns anhaucht. Ich hab's nicht gefunden. Was ist denn das? Ach, ein Vogel. Okay. Ich sehe da hinten einen Aufbau. Da gehen wir auch gleich hin, keine Angst. Hier ist noch ein Küstenpirscher gewesen. Waldbären, genau. Weil hier sind 100 Pro noch Sachen, die ich mitnehmen will. Noch eine Blüte. Nichts Besonderes? Nein? Sorry, ich spoiler jetzt gerade ein bisschen, aber wenn ich da vorne rüber gehe, geht's gleich weiter. Und ich weiß nicht, ob ich hier noch was finden kann. Und das will ich auf jeden Fall einmal nachgeguckt haben. Was haben wir hier? Aua! Fleischloser was? Trifft mein Feuer! Blödes Skelett! Noch ein Mehl. Mhm. Noch eine Schaufel. Und da ist ja eine Eisenpranke. Eine Eispranke. Die hätte ich jetzt nicht mehr gefunden, denke ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Richtung Zivilisation gehen. Meint er nicht? Dann gehen wir aber den herkömmlichen Weg. Da müssen wir einmal wieder zurück da vorne hin. Da, wo wir über den Ebenenpfad gehen können. Hier lang. So, hier sind wir ja theoretisch ab... Nein, hier sind wir ja runtergestiegen. Und jetzt gehen wir und treffen auf mehr Loot. Entschuldigung. Ein Haiwurz, das ist gut. Pilze und ich höre da doch was. Da ist noch eine Eispranke. Und Waldbeeren. Ist das ein Nest? Ist da nicht ein Groschen drin? Okay, da kann ich nicht dran. Wo? Da! So.
Ist ein bisschen dunkel. Und ich habe ein bisschen viel Licht an. Also, ich gucke nicht absichtlich so heftig Augen zusammenkneifend dahin. Es ist umgebungsgeschuldet. Ein Zelt. Mit etwas vor dem Zelt. Was ist denn da? Eine Art Bulle. Und hier ist eine leere Truhe. Aha. Moment. Auch noch eine neue Fackel. Entschuldigung. So, mit markierten Antworten führen. Okay, markierte Antworten sorgen dafür, dass es weitergeht. Hallo. Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Mayser? Mayser? Ach, mein Sir. Das geht euch überhaupt nichts an. Das ist eine lange Geschichte. Wo bin ich hier überhaupt und wer seid ihr? Wer ich bin? Finn Daliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ja. Ich... So, alles dicht. Zumindest für die Nacht sollten wir... Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Ach, und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbus? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Unglaublich. Ich präsentiere Carbus, wie er leibt und lebt. Wo ist er denn? Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Mit Wissen gekennzeichnete... Okay, das heißt... Okay, was soll mit meinen Augen denn sein? Was genau macht ihr hier eigentlich? So, damit geht's weiter. Ah, dann fragen wir erstmal das. Ich, ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Okay. Und was genau macht ihr eigentlich hier? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Okay. Ja, wir sind da, wo wir sein wollten, ne? Auf Enderal. Und so langsam finden wir den Weg zur Zivilisation. Habt ihr denn Waren zum Tauschen? Ich habe in der Ruine ein paar Dinge gefunden. Jo. Hm, ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Mhm. Kauf oder Verkauf, indem ihr auswählt und E drückt. Kaufpreise sind höher als Verkaufspreise. Durch Namensauswahl unten könnt ihr zwischen eurem und des Händlers wechseln. Händlerinventare füllen sich nach ein paar Tagen wieder auf. Gut, erstmal wollen wir von Kergo Sachen verkaufen. Alte Kristallmünzen. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Die sind ja auch nicht schwer. Ich verkaufe erstmal die Sachen, die ich gar nicht brauche. Das, das. 4 Schaden. Was ist das? Eisenschwert macht auch 4 Schaden. Und das ist... Das hat mehr Gewicht. Das heißt, das verkaufe ich. Edelsteine behalten wir, ganz klar. Baupläne auch erstmal. Ich würde mal sagen, wir gehen so durch. Also, hier haben wir 4 Stück von. Können wir ein paar verkaufen. Spitzhacken brauchen wir auch nur. Hat er überhaupt Geld? Ach, da unten. Pins Groschen 83. Und meine sind 107. Ja, das passt. Messer. Behalte ich mal 1. Kleidung brauche ich nicht. Handschuhe behalte ich. Schuhe brauche ich auch nicht mehr.
Nee, der ist zu schwer. Den brauchen wir auch nicht. So, was haben wir hier noch? Die brauche ich eigentlich alle, oder? Ach krass, die sind ja unterschiedlich gut. Ja, aber die brauche ich erstmal noch. Das kann ich auch so. Das kann also weg. Ungenießbares Bier. Auf keinen Fall verkaufe ich hiervon was. Ich bin noch nicht verrückt. Hiervon auch nicht. Aber das kann ich verkaufen. Und jetzt können wir hier durchgucken. Also, ich habe... Ich wundere nicht, ich verkaufe die Sachen hier, also Einzelteile nicht, weil ich meine, die kann man noch gebrauchen. Aber den Topf brauche ich nicht, den Kelch nicht, das nicht, das nicht. Kohle weg, Messer weg. Und das kann man, glaube ich, verwerten. Ich habe ja noch ziemlich viel Platz, das heißt, ich verkaufe nur Sachen, wo ich meine, dass sie wirklich nichts bringen. Eine Schaufel brauchen wir. Ja, das ist doch nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was Finn hat. Nur das, was wir ihm jetzt verkauft haben. Was hat er bei Waffen? Auch nur das, was wir verkauft haben. Ambrosia. Oh, das ist aber teuer. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Krustenbrot. Das ist aber auch teuer. Ist natürlich sehr gut, aber es ist einfach teuer, ne? Hier sind so Lehrlingsbücher, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Und was haben wir hier? Ein paar Waldbeeren, nein danke. Die beide kenne ich schon. Ja, dann bin ich, denke ich, doch durch, ne? Gut. Raus. Dann mal wissen. Puh, was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Mhm. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Mhm. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen. Die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Das werden wir. Verstehe, und gibt es Orte, die für einen Abenteurer von Interesse sein könnten? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Und die große Ruine im Süden dahinter. Und ihr meintet vorhin, ihr wärt eures Pfades Apothekarius. Was bedeutet das, eures Pfades? Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Mm-mm. Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben... Meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Mhm. Von Malfas auserkorene Rolle? Ihr meint, die Götter bestimmen Berufe für euch? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist, als die Götter? Aber das ist das nicht frustrierend, an irgendeine Kaste gebunden zu sein? Wollt ihr nicht, aufsteigen? Lass die Götter tot sein. Und hier gibt es das Gerücht, dass die goldene Königin eine Schwäche für Männer in Damenkleidern hat. Im Ernst. Seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Ketzerei empfinden. Okay. Und wer sind diese Wegelosen? Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstaubschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Ah, okay. Aber ist das nicht frustrierend an irgendeiner Kaste? In meiner jugendlichen Torheit wollte ich das vielleicht mal, ja. Aber dann habe ich begriffen, dass ungefähr die Hälfte von allem, was auf dieser Welt schief läuft, auf dieses Aufsteigen wollen zurückzuführen ist.
Ich will in erster Linie rechten Pfades leben und meinen Teil zum Erhalt unseres Volkes beitragen, das genügt mir. Und auch nur die, die das tun, gelangen am Ende zu Malphas in die ewigen Pfade. Okay. Für mich klingt das Ganze, als versucht da jemand das Volk zu kontrollieren. Nee, ein interessanter Gedanke. Leider keiner, den ich erdacht habe. So, in Ordnung. Danke für die Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Carboss, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Finn, ich spiele. Also nein. Was? Ich habe mehr Fieber bekommen. Warum? Geht mir nicht auf die Nerven. Entschuldigung, ich muss mal eben hier mit dem Apothekarius reden. Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ja, Kopfschmerzen. Ja, ich habe plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht irgendwas dagegen? Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Okay, okay. Was? Jetzt brauen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Naja, wenn diese Wildfremden kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon. Ja, wir haben da mal so einen Eid geschworen, erinnerst du dich? Den Gebrochenen helfen, den... Ja, mach einfach, was du willst. Keine Bange, werd ich. So, Kümmerwurz. Ah, hier. Ja, bitte. Ui, Junge. So, Scherkappe, ein bisschen Wasser. Kümmerwurz, bitte, Scherkappe. Fertig. Ich geb euch jetzt erstmal... Scheiße, Finn, der Destillator! Das wäre es doch, oder? Finn, dich. Tropfen, da hab ich getroffen. Tut doch was, verdammt sonst! What the fuck? Ach je. Sag doch mal, Finn, kriegst du eigentlich auch irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Was ist passiert? Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Verdammte. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Eine Flasche entkorken und trinken. Ah, bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Danke, aber was zum Henker war das eben? Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber diese Explosion, diese Stimmen, das waren doch eure. Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Das wäre es doch, oder? Finder Liris starb 8234. Todesursache? Explodierender Destillator. Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Was denn? Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Hä? Oh, Scheiße! Was zum... Carboss! Die haben mich getroffen, Finn! Die Schweine haben mich getroffen! Was zum... Carboss, ich... Tut doch was, verdammt nochmal! Tut es auf! Boah! Mann, ey. Na, sieh mal einer an. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Jesper Mitumial Dalvarek. Oder einfach nur Jesper. Und ihr seid hier in meinem Lager. Bevor ihr fragt, ja, die beiden Apothekarii sind tot. Oh. Der einzige Grund, dass ihr noch am Leben seid, ist, dass euch die Explosionen geradewegs ins Dickicht geschleudert haben.
Die meisten eurer Verletzungen sind nur oberflächlich, aber euer Fieber... Naja, das ist eine ganz andere Geschichte. Woher wisst ihr von den Apothekari? Wart ihr dort, als wir angegriffen wurden? Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht geholfen. Aus zwei Gründen. Erstens, die Banditen waren in der Überzahl. Zweitens, ich habe meine Eingeweide am liebsten intakt. Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Tut mir leid. Moment, was wisst ihr über mein Fieber? Oh, eine Menge. Ihr leidet an Arkanistenfieber ersten Grades. Ehrlich, es wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht bemerkt hat. Lasst mich raten. Ihr seid plötzlich in der Lage, Dinge zu tun, die ihr bisher nur aus Bardenliedern kanntet, oder? Ihr seid ungewöhnlich stark, habt Reflexe wie ein Panther. Und Heiltränke oder magisch verstärkte Substanzen zu trinken hinterlässt einen... Naja, einen bitteren Nachhall in eurem Kopf. Ja. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Eure Magiebegabung ist freigebrochen. Ein wenig spät, wenn man euer Alter bedenkt. Aber das kommt vor. Vereinfacht gesagt, das Fieber ist eine Reaktion eures Körpers auf die Begabung. Das ist erstmal kein großes Problem, aber wenn ihr euch nicht bald von einem fähigen Arkanisten behandeln lasst, wird's unschön. Oh, aber ein Arkanist kann das Fieber... Warte mal, aber ein Arkanist kann das Fieber heilen? Eindämmen, nicht heilen. Von nun an, bis ans Ende eurer Tage, werdet ihr immer etwas empfindlicher sein als jemand ohne Magiebegabung. Aber das sollte ja in Angesicht eurer neuen Fähigkeiten zu verkraften sein. Ich denke schon, aber was meint ihr mit empfindlich? Naja, anfällig gegenüber gewissen Umständen. Wie gesagt, euer Fieber verschlimmert sich, wenn ihr Heiltränke zu euch nehmt. Aber auch Albträume werden euch übler zusetzen. Außerdem solltet ihr sehr vorsichtig in magisch verseuchten Gegenden, wie Talgard im Osten, sein. Andere Heilmittel? Angenommen, mein Fieber ist eingedämmt, aber es verschlimmert sich. Was sind die Konsequenzen? Gibt es andere Heilmittel? Es gibt Ambrosia, aber bei einem uneingedämmten Fieber wie eurem verzögert das nur die Symptome. Wenn ihr behandelt wurdet, könnt ihr das Zeug immer dann trinken, wenn das Fieber vor sich zum Trotz schlimmer wird. Das Zeug riecht und schmeckt wie Untotenschweiß und ist schweineteuer, aber es ist das einzige Mittel, das wirklich hilft. Okay. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Sind die auch Symptome des Fiebers? Visionen? Einerlei, also finde ich einen Magier, so könnte man es nennen. Seit ich das Fieber habe, habe ich diese seltsamen Vorhersehungen. Sind die auch Teil der Erkrankung? Nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen kommen nach einer Pfeife Friedenskraut. Wisst ihr was? Jemand muss euer Fieber so bald wie möglich eindämmen. Und wie es der Zufall will, kenne ich jemanden. Oh. Aber im Gegenzug will ich alles wissen. Was habt ihr in diesem Tempel zu suchen gehabt? Und was genau seht ihr in diesen Visionen? Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber irgendetwas an euch macht mich neugierig. Was meint ihr? Hilfe gegen Informationen klingt fair. Na dann schießt los. Achso, okay. Ja, dann erzählen wir mal so ein bisschen was, ne? Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Also, lasst mich zusammenfassen. Irgendwie habt ihr die Hinrichtung dieser durchgedrehten Kapitänin überlebt und während ihr halbtot auf dem Boden des Ozeans herumgetrieben seid, hattet ihr eine Art Traum, in dem ihr verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ja, aber es war mehr als nur ein Traum. Es war fast wie eine Art Erinnerung. Der Tempel aus der Vision war derselbe wie der in der Bucht. Und ihr meintet auch, dass eure Magie nicht wie gewöhnlich Stück für Stück zum Vorschein gekommen ist, sondern auf einen Schlag? Ja. Geradewegs, nachdem ich in der Bucht angespült wurde, Geradewegs, nachdem ich in der Bucht angespült worden bin, ja. Zusammen mit diesen Visionen. Interessante Geschichte. Ihr wisst vermutlich, wie abstrus sie klingt, aber aus irgendeinem Grund glaube ich euch. Ich habe oft mit Lügnern zu tun und ihr gehört nicht dazu. Alles klar, dann weiß ich Bescheid.
Ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen und ihn bitten, euch zu behandeln. Bevor wir loslegen, gibt es allerdings noch etwas, bei dem ich eine helfende Hand brauchen könnte. Je früher wir das erledigen, desto früher können wir nach Ark aufbrechen. Was ist Ark? Ark? Die Hauptstadt dieses wunderschönen Landes. Die Mauern turmhoch aus mondfarbenen Stein, so ruht sie im Felsen auf ewig allein. Behütet von Malfas, die Zeiten bezwingend, bla 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 und so weiter und so fort. Okay. Ihr werdet sie schon bald zu Gesicht bekommen. Was ist, wenn ich überhaupt nicht will? Erzähl mir etwas über euren über euch. Wer ist euer Arbeitgeber? Neugierig. Wie schön. In Ordnung. Ich arbeite für den Heiligen Orden. Warte mal. Heiligen Orden, ihr meint die Armee der Lichtgeborenen? Ja, aber hier sind sie mehr als nur eine Armee. Endaral ist Herrschaftsgebiet von Malfas, dem Wächtergott. Und der Orden untersteht ihm direkt. In anderen Worten, er gibt hier den Ton an. Kein König, keine Königin, kein Konzil. Nur ein Orden stoischer Krieger, die derart streng dreinblicken, dass man meinen könnte, sie hätten seit Wochen mit Verstopfung zu kämpfen. Was ist, wenn ich eure Hilfe überhaupt nicht will? Eure Entscheidung? Aber ohne meine Begleitung werden euch die Wachen nicht in den Sonnentempel lassen. Und das ist der einzige Ort, an dem ihr euer Fieber behandeln lassen könnt. Na schön, ich helfe euch. Je schneller ich dieses Fieber los bin, desto besser. Wunderbar. Eines noch, bevor wir loslegen. Die Tatsache, dass Vin schon bessere Zeiten gesehen hat, ist euch nicht entgangen, oder? Seit 2 Jahren gibt es überall Chaos und Krieg. Und auch, wenn auf Endaral offiziell Frieden herrscht, geschehen hier ebenfalls seltsame Dinge. Eigentlich zahme Tiere, die Wanderer angreifen. Vatyren, die im helllichten Tageslicht herumlaufen und Schafe reißen. Tote, die in Horden erwachen. Es ist beunruhigend. Und das ist eine Untertreibung. Das Seltsamste jedoch ist der rote Wahnsinn. Ja? Glaubt ihr, das Chaos könnte irgendwie mit den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen zusammenhängen? Ja, die Gerüchte. Ich kenne sie. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Verbindung gibt. Dann denkt ihr tatsächlich, dass jemand die Götter getötet hat, die Lichtgeborenen? Wie schon gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Wenn ihr mich fragt, waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Hochstapler. Falsche Götter. Und ich dachte, die seien das frommste Volk. Wie sehen die Enderalea das? Tja, die überlassen das Denken für gewöhnlich dem Heiligen Orden. Und der dementiert das Ganze selbstverständlich. Aber so ungern ich das auch sage, vielleicht ist es auch besser so. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land momentan braucht. Und ich dachte, Enderalea seien das frommste Volk Wünz. Ich weiß nicht, inwieweit ich da repräsentativ bin. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die mächtige Magie bewirken kann. Und ganz so neu ist diese falsche Göttertheorie ja auch nicht, oder? Im Ernst. Wenn die Lichtgeborenen wirklich so allmächtig wären, wie die Schriften behaupten, hätten sie dann nicht die Kraft, mich hier und jetzt als Strafe für meine Blasphemie mit einem Blitz zu erschlagen? Nein, die Lichtgeborenen waren unsterbliche Könige. Aber mehr auch nicht. Zumindest ist das meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Volle Möhre. Nein, ihr macht euch zu viele Sorgen. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Ihr habt eure Meinung und ich hab meine. Nee, ich war noch auf dem Blitz. Ihr gefällt mir. Aber wir kommen vom Thema ab. Okay, richtig. Ihr erwähntet etwas von einem roten Wahnsinn. Ja. Es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. Nur vor ein paar Monaten gab es zum Beispiel einen Schmied in Ark, der seine gesamte Familie massakrierte. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, warum er währenddessen Dinge wie »Fürchtet das Licht« gerufen hat. Oder eine junge Dame erhabenen Pfades, die ihr Zuhause in Brand gesteckt hat, während ihre Familie darin geschlafen hat.
Das kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber mittlerweile gab es mehr als ein Dutzend solcher Vorfälle in einem sehr kurzen Zeitraum. Die Tatsache, dass die Augen der Betroffenen während ihres Amoklaufes rot leuchten, hat die breite Masse dazu veranlasst, es den roten Wahnsinn zu nennen. Tja, und nur vor ein paar Wochen ist es erneut passiert. Nur dass es damals ein Magister des Heiligen Ordens war. Ein Magister? Ein Lehrer, der die Novizen einweist. Sein Name war Jero, ein Mann mit mehr als 60 Wintern auf dem Buckel. Stolz? Was hat er getan? Tja, laut dem einzigen Überlebenden hat er wie jeden anderen Tag auch den Lehrraum betreten. Aber anstatt einer Alchemiestunde gab er eine Rede, in der er darüber redete, dass die Menschheit verdorben sei und sich der Leere hingegeben hat. Dann begannen seine Augen rot zu leuchten und er jagte sich mit einer magischen Explosion in die Luft. Das ist grauenvoll. Ja, das ist es. Und was ist eure Rolle in all dem? Ihr meintet, ihr arbeitet für den Orden, aber auf mich wirkt ihr nicht wie ein Mönch. Ich hab's nicht so mit Enthaltsamkeit und Gelübden. Also nein, ich bin kein Hüter. Meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen und dergleichen. Der Orden hat mich angeheuert, weil er wissen will, wie ein Mann von Jeros Intellekt dem roten Wahnsinn zum Opfer fallen konnte. Und dementsprechend, ob diese Krankheit einem Muster folgt. Okay, also sucht ihr nach seinem Motiven. Aber wie kann ich euch dabei helfen? Ich weiß nichts über diesen Magister. Das ist kein Problem. Jero wuchs in einem kleinen Dorf nicht weit von hier auf. Und laut dem Orden besuchte er es ziemlich oft, nachdem seine Frau starb. Ich will, dass ihr mir helft, Hinweise bezüglich der Hintergründe seiner Tat zu finden. Was meint ihr? Ja klar, klingt nach einem Plan. Gut. Zuerst will ich, dass ihr nach Flussheim reist und mit einem Mann namens Alfried sprecht, einem Kindheitsfreund von Jero. Fragt ihn, was er von dem Vorfall hält und ob er eine Erklärung dafür hat. Zweitens hat mir ein Bauernjunge aus der Nähe erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er bei seinem letzten Besuch etwas ins Meer geworfen hat. Die Winde sind die letzten Wochen landeinwärts gegangen, also sucht die Küste nach diesem etwas ab. Ich selbst werde mir das Haus ansehen, in dem er aufgewachsen ist. Hier ist eine Karte der Gegend. Jeros Haus ist bei dem blauen Punkt. Und ich schlage vor, wir treffen uns dort, sobald ihr den beiden Spuren nachgegangen seid. So, fangen wir an, oder? Gute Jagd. Jagd? Ach so. Ein Questziel mit einem Sternchen markiert ist... Moment. Ist ein Questziel mit einem Sternchen markiert, so ist... dieser ein Indikator für dessen Schwierigkeit und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission beschreiten solltet. Sehr leicht, leicht, mittel, schwer. So, mit Jeros, bla bla bla. Ja gut, dann müssen wir hier jetzt aber auch einmal cutten. Also, wir haben Zivilisation getroffen, die wurde abgeballert von Vagabunden. Naja, passiert, ne? Mal gucken, was wir in, ich würde sagen, wir gehen als erstes in dieses Fluss. Fluss. Ja, warte mal. Na? Miradenturm der Sonnenküste. Irgendwie ist Sonnenküste. Flüsterwald nicht. Hier ist doch so eine Stadt. Da gehen wir als erstes hin. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht. Feedback, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.